Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Operation Flashpoint Resistance. Ja, wir sind jetzt in Mission 12, Schmuggelware. Und in der letzten Mission, 11 Gegenschlag, mussten wir einen Rückzug hinnehmen. Ja, da haben wir ja die Basis, die wir in Mission davor eingenommen haben, verteidigt. Haben den Panzer noch einen schönen Hinterhalt gelegt. Ja, aber dann haben die Sowjets uns Hubschrauber entgegengeschickt. Ja, waren ein paar Mies bei und ein ganz neuer Hubschrauber, den ein Prototyp noch, den V80 oder jetzt die spätere Bezeichnung ist KA-50. Ja, das ist natürlich auch ist natürlich erschreckend quasi, dass die Sowjets da uns jetzt zurückgeschlagen haben, aber das musste ja irgendwann mal passieren. Das muss man halt nur mal wegstecken. Man kann halt nicht immer gewinnen. Naja, und da die Sowjets jetzt Hubschrauber einsetzen, haben wir uns mit James Gostowski in Verbindung gesetzt. Das ist ja unser Kontaktmann zu den Amerikanern, die uns ja nun mittlerweile inoffiziell unterstützen. Und haben gesagt, wir brauchen Luftabwehrraketen. Ja, und die sollen wir nun auch kriegen. Und darum starten wir jetzt hier mit einem LKW und unseren Leuten und müssen hier runterfahren zum Hafen, da ein Signal geben mit einem roten Leuchtfeuer, also so eine Signalrakete. Und dann kommt ein Boot, bringt uns Bodenluftraketen und noch ein bisschen andere Ausrüstung und sowas, was wir halt alles gebrauchen können. Ja, dann müssen wir auch ganz schnell wieder verschwinden. Hier oben haben wir unser Lager. Zack, da. Dahin müssen wir uns verpieseln. Ja, wir dürfen auf jeden Fall nicht unser Funkgerät benutzen. Wahrscheinlich können sie unseren Code sowieso nicht entschlüsseln, aber sie können uns damit anpeilen, unsere Position. Ja. Okay. Ja, falls wir unseren LKW zerstören, da steht noch ein neuer. Gut. Das ist ungefähr erstmal unser Auftrag. Jetzt kommen wir noch zu den Notizen. Ja, schwer bewaffnete Hubschrauber. Hubschrauber, verdammt nochmal. Ich habe mit James Gostowski Kontakt aufgenommen und er hat uns endlich Luftabwehrraketen zur Verfügung gestellt. Ohne sie hätten wir überhaupt keine Chance. Doch Raketen sind nicht alles. Es tut zwar weh, daran zu denken, dass ich darf nicht verdrängen, dass uns die Sowjets bald erwischt. Bald erwischt haben. Kalt. ja. Kalt erwischt haben. Sie haben das Beste nach uns geworfen, das sie haben. Und wir haben alles vor Angst. Wir haben alle vor Angst geschlottert. Nicht mal James hat diesen neuen Hubschrauber gekannt. Das muss etwas bedeuten. Auf jeden Fall haben jetzt etliche Leute bei uns eine Menge Angst. Und jemand, der Angst hat, macht Fehler. Bekannte Stellung. Wir haben jetzt überall Kundschafter und wir verfügen über ausgezeichnete Informationen über die Verteidigungsstellung des Feindes. Ihre Hauptbasis ist in Modrava. Zack, das haben wir hier. Doch sie ist hoffentlich weit genug entfernt, um uns Ärger zu machen. Eine zweite Sowjetbasis wurde jedoch einer Fabrikationsanlage im Süden eingerichtet. Hier. Wenn sie uns bemerken, werden sie vermutlich von dort Truppen schicken. Andere kleine Stellungen der Sowjets sind auf ihrer Karte verzeichnet. Okay. Also hier sind auch noch überall so kleine Punkte. Kleine Lager von den Sowjets. So. Ausrüstung. Okay, das können wir ja so lassen. Na, boah, nehme ich mal einen mit hier. Noch, zack. Ja. Keine. Ja, man weiß ja nie, ne? So, eigentlich brauche ich da ja nur eine von. Zack. So.
Sanitäter, Sanitäter, Scharfschützengewehr, okay. Der nimmt noch eine davon mit, man weiß ja nie. Okay, wie viel sind wir dann? 12 Leute. Okay, dann kann es ja losgehen. Auf geht's, schnappen wir uns ein paar Raketen. Haha, und in der Eile hätte ich fast das Wichtigste vergessen. Zack, Nachtsicht. Ganz wichtig. Wofür habe ich die denn mal erbeutet? Die hat, muss man sie auch einsetzen. Ey. Sonst sind meine Leute ein bisschen blind auf der Glubschass. Und dann können sie den Feind nicht erkennen und schießen noch irgendwelche unschuldigen Tiere ab, die da vorbeilaufen oder so. So, okay, aber jetzt geht's los. Boah, ist ja schon wieder dunkel wie ein Bärenarsch hier. Gut, dass wir da ein Gegenmittel für haben. Zack, Licht an. Okay, so. Wo sind wir längs? Gut, einfach nur hier die Straße runter. Das schaffe ich. Gut festhalten, Jungs. So, einmal hier rechts abbiegen. So, und links. So. Hoffentlich kommt nicht gleich irgendwie so ein Bewohner hier auf die Idee, ruft die Sowjets. Mit dem paar verrückte Ballern hier mit ihrem LKW den Strand runter. So. Wow. Oh, schon wieder eine Huckelfahrt hier. Oh. Mal hoffen, dass nicht so viele Patrouillen hier noch irgendwie unterwegs sind. Okay, da vorne ist auch schon der Steg. Steg. Also. Okay, Jungs. Wartet hier mal. Ich hole mal eben das Schiff. So, zack. Boah, heller leuchtet hier. Ob das so klug ist, wenn das hier so eine Patrouille sieht? Na toll. Wenn wir schon BMP ankommen. Der quietscht da hinten schon wieder irgendwo hinten rum. Ah, da kommt schon das Boot. Okay, haben wir den Fluchtweg. Puh, vielleicht hier am Strand längs und dann da hoch. Gucken, hoffentlich klappt das. Da nämlich schon die BMPs ankommen. Wir fahren da oben irgendwo längs, gehe ich mal von aus. Okay, da kommen die. Da kommt meine Ausrüstung. Geil. Ah, danke, Jungs. Sehr freundlich von euch. Und ne, gleich in den LKW packen. Jo, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Na, habt ihr jetzt vor? Oh oh, Hubschrauber kommt auch noch. Hör ich schon starten.
All units, this is Fox 1. Cargo's loaded and we're good to go. Da noch was drin? Nö. Okay, dann will ich mal starten hier. Da ist da FN-Pfahl und so war dabei. Okay, super. So, bloß das Licht auslassen. So, und jetzt hier mit Vollgas weg. Oh oh. Oh oh. Wir sind schon im Scheinwerferlicht. Wir rosten. Na, verdammt. Vielleicht doch keine so gute Idee mit dem LKW, oder? Wie will man sonst die ganzen Waffen transportieren? Vorne hinten ist schon die Stadt. Und nur hoffen, dass hier... da vorne ist ein Hubschrauber. Ah! Na, jetzt aber hier eine Scheißsituation. Ich fürchte, wir müssen die Russen noch... bekämpfen. Sechs, sieben, wir haben aussteigen. Six, seven, eight, disembark. Feuerpause. All, hold fire. Six, ready. 8 o'clock, MR-17, 1000. Wow. 6, 4, 6, Luftabwehr. 6, take weapon from truck, 4 o'clock. 6 o'clock, enemy, target 1000. 6, waiting. Hat er? Okay. Ziel, wie? 17. Ey! Oh nö! Komm jetzt, das ist ja jetzt nicht unfair, ne? Oh. Diese Schweinebacken, echt. Komm, dann versuche ich das erstmal so. Na toll. Ich hab keinen Bock hier mich zerballern zu zerlassen. Auf jeden Fall ist da vorne der andere Wald. Schon mal den Wald erreichen, ist schon mal gut. Oh, 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 oh. Okay, jetzt sind wir in dem Wald. Mal eben kurz Position hier bestimmen. So, wir müssen jetzt Richtung... Osten. Okay. Fahren wir doch mal Richtung Osten. Ui. Ui, 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 ui. Okay, komm mal raus hier. Six, disembark. Roger. Six, waiting. Feuerpause. Six, hold fire. Und 6 Luftabwehr. Six, take weapon from truck. 5 o'clock. Roger. Six, waiting. Okay, kommt zurück in Formation. Fall back into formation. Roger. Gucken, ob das klappt jetzt hier, was ich vorhab.
7, disembark. Roger. 7, hold fire. 7, Feuerpause. 7, waiting. 7, fall back into formation. Roger. Okay, 7. Siehst du den T-72 da vorne? Vorne fährt ein kleiner T-72 rum. Okay, erst müssen wir den Hubschrauber ausschalten. Was ist die alte Schweinebacke? Da hinten. Okay, 6. Ziel, -17. Ready to fire. Feuer. 6 weapons free. Hol ihn runter, den Vogel. Jo. Gut gemacht. Schmier ab, du Mistding. 3 o'clock. MI-17. 200. Feuerpause. 6 hold fire. Zur Information. 6, 7, fall back into formation. Okay, weg hier, Jungs. Roger. Der Vogel macht uns nicht mehr lang. Den haben wir jetzt lang gemacht. Aber da kommen noch ein paar andere Panzer an. Das gefällt mir gar nicht. So, hab ich den LKW stehen gelassen? Was ist denn da vorne? Vorne ist auch irgendwas hell. Ich sehe es so schlecht. Okay, in den LKW hinten einsteigen. Roger! So. Wir gehen erstmal zurück zu den LKW. Okay. Dann ist das da vorne. Da vorne ist noch Licht. Ah, das ist da hinten. Okay, Jungs, ich gehe mal eben ein bisschen auskundschaften die Lage. Nicht, dass wir gleich. Dass wir uns hier gleich erwischen. Wenn wir hier aus dem Wald kommen. Da steht der andere LKW noch, der Ersatz-LKW. Ich habe keinen Fernlass mit, verdammt. Aber das sieht... Okay, aus, sieht nicht so aus, als wäre da noch ein... noch irgendwo ein Panzer rumstehen. Okay, Jungs. Versuchen wir es mal. No risk, no fun. So, rein hier. In die Mühle. So, alte Rostlaube. Und wir hoffen, dass es klappt jetzt hier. Lass mal diesen komischen Berg hier hoch kraxeln wieder. Aber dann können wir auf der anderen Seite schon wieder in den Wald abhauen.
Ah, den Hubschrauber mussten wir abschießen, weil der hätte uns verfolgt und der hätte uns platt gemacht mit seinen Raketen. Da hätten wir keine Chance gehabt. Okay, jetzt sind wir hier hochgefahren. Hier aus dem Wald raus. Da müssen wir uns ein bisschen leicht... Also, Moment. 100 Grad da, bei 100 Grad. So, hier ungefähr so hin. Da vorne ist der Wald. Genau. Okay, dann muss da vorne auch irgendwo die Straße sein, denn... Pohaha. Man sieht ja schon wieder richtig wenig. Im Video stimmt nachher gar nichts mehr. Ach. Schlechte Idee. Ein bisschen Licht anmachen hier. Fried zwar jetzt irgendwie unsere Position, aber... Naja. Hubschrauber ist ja zum Glück auch weg. Hier ist die Straße. Okay, dann brauchen wir nur noch da durch den Wald juckeln. Zack, geschafft. Gut gemacht. Sie haben es zum Lager zurückgeschafft. Gut gemacht. Statistiken, gar nichts. Ich habe auch nicht geschossen. Okay, den zweiten LKW habe ich nicht gebraucht. Und den kann es weitergehen. Okay, und hier mache ich erstmal einen Cut. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Mission.